Es gibt noch abschließende Arbeiten nach dem Kundendienst zu machen. Unter anderem ist es den Kühler, den Ausgleichsbehälter vom Kühlerfrostschutz zu überprüfen, wie der Füllstand ist. Da sollte es so ungefähr stehen bei den VW-Fahrzeugen. Es gibt eine minimale, eine Maximum-Markierung. Danach sollte man natürlich noch das Wischwasser auffüllen. Dann sollte man schauen, dass der Motorraum von Dreck befreit ist, von grobem Dreck, sprich Blätter oder sonstige Verschmutzungen. Den Bremsflüssigkeitsbehälter sollte man überprüfen und den Füllstand. Im Motorraum ist auch noch sehr wichtig, dass man die Wasserabläufe von der Windschutzscheibe reinigt, vor allem, dass Verschmutzungen, Laubblätter entfernt werden. Macht man das nicht, kriegt man irgendwann mal einen feuchten Innenraum und deswegen sollte man immer den Dreck aus den Wasserabläufen entfernen. Wichtig ist auch noch, dass man die Scharniere der Fahrzeuge schmiert, damit keine Quietschgeräusche entstehen. Einfach mit normalem Fettspray oder Silikonspray. Des Weiteren sollte man den Erste-Hilfe-Kasten überprüfen, das Ablaufdatum und ob er vollständig ist. Wir haben ein Datum, 2017, 08 läuft er ab, also ist noch in Ordnung. Sollte man aber tauschen, da der nächste Kundendienst erst in 2 Jahren ist. Als Weiteres sollte man natürlich überprüfen, ob ein Reserverad vorhanden ist oder ein Reifendichtmittel. Das Reifendichtmittel hat auch ein Ablaufdatum, sollte man auch überprüfen. Und am Schluss natürlich noch die Reifendrücke aller Reifen überprüfen und korrigieren und den Unterboden auf Beschädigung absuchen. Und das war im Prinzip schon der Kundendienst an einem Golf 6 und das kann jeder daheim machen.